Meine persönlichen Top 10 Attraktionen im Europa-Park inklusive Gemacke. Wir haben dir jetzt den Startschuss gegeben, also bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Platz Nummer 10, Atlantica Super Splash. Die Wasserachterbahn hat zusammen mit dem Portugal-Themenbereich einen extrem geilen und karibischen Flair. So, dass der Europapark sich immer wieder in einem anderen Kleid zeigt. Aber so wunderschön das Areal auch ist, das Layout selbst ist sehr, sehr unkreativ, garantiert. Ist vielleicht auch was dran, aber... Naja, immerhin erwartet uns ein knapp 30 Meter hohes Gefälle mit einer Prise Super Splash. Bei Sonnenschein und kurzen Wartezeiten definitiv eine Empfehlung. Olencha Maksha Spaßfaktor 64%. Platz Nummer 9, Eurosat 1.0. Die letzte Fahrt mit der Eurosat. Die Eurosat. Eine schöne Zeit, an die ich mich gerne erinnere. Der Sohnemann von Disney World schafft es auf Platz 9. Macht den Papa stolz. Früher eine meiner Lieblingsdunkelachterbahnen. Doch heutzutage schlägt das Teil schon ein wenig. Naja, dieses Jahr erwartet uns die neue Eurosat. Ich freue mich drauf, garantiert. Die Eurosat, man sieht zwar nichts, aber ist ja scheißegal. Nostalgie. Rolencha Maksha Spaßfaktor 68%. Platz Nummer 8, Arthur im Königreich der Minions oder so irgendwie, ne? Wartezeit, ich krieg's kotzen. 40 Minuten. Och Mann. Scheiße, der Arthur reist. Grün, aber fühlt. Den Inverted Powered Coaster sieht man selten. Plus eine Prise Dark Ride, da geht mir einer ab. Ich bin grün und bin ein Kobold. Was gibt es Schöneres? Ja, die Fahrt ist nicht so schnell, eher babyfreundlich, aber trotz alledem eine gelungene Attraktion. Eine Top-Attraktion? Nein, gelungen. Rolencha Maksha Spaßfaktor 70%. Aufgepasst. Pirat steckt in deinem Blut, Junge, das wirst du wohl eines Tages einsehen müssen. Platz Nummer 7, Piraten in Batavia. In diesem kleinen Häuschen verbirgt sich eine atemberaubende Themenfahrt. Unbedingt mal testen, garantiert. Jack Sparrow würde hier hausieren wollen. Ist das ein Traum? Dass der Gast sich im Urlaub fühlt. Für mehr Details schaut euch mein Fluch der Karibisches Review an. Rolencha Maksha Spaßfaktor 72%. Was? Der Gott des Meeres auf Platz Nummer 6? Lächerlich. Aber Gott sei Dank. Genau, Poseidon belegt den 6. Platz. Ja, obwohl ich den Meeresgott feier ganz arg, bluten danach meine Eier ganz stark. Yeah! Ja! Ach du Pussy, du verträgst ja nix. Liegst schon nach 6 Bier im Koma. Der Asiate lässt grüßen. Die Jahresproduktion zum Beispiel nach China verkauft. Immerhin ist die Fahrt um einiges länger als Atlantica und das griechische Theming ist göttlich garantiert. Rolencha Maksha Spaßfaktor 73%. Dort beginnt's erst. Platz Nummer 5 belegt eine wahrliche Überraschung. Das Voletarium. Das Flying Theater ist die beste Flugsimulation, die ich jemals gefahren bin, garantiert. Ja, natürlich, das ist klar. Befreiend und sanft zugleich, genau wie eine Ladung Voltaren. Das voltarenische Voltarium. Das hat schon etwas beruhigt. Die Warteschlange erinnert an Harry Potter, da freut sich mein kleiner hyperaktive Stinke-Nerd-Fanboy. Seppi Harry Potter, wie Harry Potter, wa? Das interaktive Flugkino-Erlebnis ist definitiv ein Muss. Eine Top-Attraktion. Rolencha Maksha Spaßfaktor 75%. Die mit Abstand größte Mercedes-Benz-Werbung aller Zeiten schafft es auf Platz Nummer 4. Der silberne Stern. Der ja zu den größten Anlagen Europa zählt. Die 1600 Meter lange Strecke ist unübersehbar, garantiert. Eine Top-Attraktion. Und mit 130 km/h fast so schnell wie mein AMG. Da spielt dann ein Teil auch der Neidfaktor eine Rolle und da kann man richtig Gas geben. Doch irgendwie geht den Thrill-Junkies hier auch keiner ab. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, trotz all dem eine tolle Attraktion. Eine Top-Attraktion. Nein, nur toll. Rolencha Maksha Spaßfaktor 77%.
drehende Achterbahn und rückwärtsfahrende Achterbahn. Platz Nummer 3, der extravagante Russian Spinning Coaster Euromir. Gibst du Euromir, geb ich Eurodir. Wer nichts wert wird, wird. Der mag mal wieder. Kreative Ideen, neue Ideen. Mittlerweile ist die Achterbahn schon ein alter Knacker, aber das spielt keine Rolle, denn die Fahrt, das Theming und vor allem der Soundtrack ist und bleiben zeitlos garantiert. Wackeln hin oder her, definitiv eine Top-Attraktion. Es ist richtig, eine Top-Attraktion. Rolenscher Maxscher Spaßfaktor 79%. Toller Sonnenschein, Wetter wie heute. Platz Nummer 2, der Blue Fire Mega Coaster. Das blaue Feuer war für mich im Jahr 2009 ein wahrer Adrenalinkick, garantiert. Ich habe die Zeit noch erlebt. Viele Inversionen und mein erster Launchcoaster. Das Gefühl kann man nur mit einem Dreier vergleichen. Und ich sage immer, wenn man zwischen Schneewittchen und Dornröschen ins Bett gehen darf, dann ist es sehr, sehr fruchtbar. Aber heutzutage gehört das blaue Feuer eher zu den laschen Achterbahnen. Wir transportieren vielleicht immer keine Sandsäcke, sondern Menschen, Familien. Aber das macht nichts. Ich mag die Bahn immer noch, vor allem dank der geilen Hangtime. Rolenscher Maxscher Spaßfaktor. 90-95%. Nee, sagen wir 81%. Einfach der Nostalgie, die Holzachterbahn gefehlt. Und da gibt es eine ganz neue Entwicklung mit kürzeren Zügen. Und Gold geht an den hölzernen Gott des Nordens, Wodan. Kalibur. Das ist eben das neue Produkt. Das Ganze eingebunden in eine Themenwelt. Der GCI Wooden Coaster ist mein persönliches Highlight im Europa-Park. Ist das natürlich eine schöne Sache, gar keine Frage. Das Theming ist episch, die Intensität stimmt und der First Drop ist geil. Aber mehr dazu in meinem Review. Zugegebenermaßen habe ich Glück gehabt. Rolenscher Maxscher Spaßfaktor 84%. Was sind denn eure Top 10 Attraktionen im Europa-Park? Neue werden nicht mehr sehr viele dazukommen. Schreibt's in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao. Mack, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich weiß natürlich, dass das Ganze nicht mit Ehrungen zu bewältigen ist, sondern mit dem täglichen Einsatz.